Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Wenn man in der Woche keine Zeit hat, man für Braten zubereitet oder sowas komplizierter, macht man was sich Einfaches, Schnelles, auch Preiswertes. Und heute bei uns zum Mittagessen gibt es auch ziemlich Einfaches, aber trotzdem leckeres Essen und macht sehr satt und ist nicht so teuer. Ich mache heute Bratkartoffeln mit Champignons. Dazu mache ich auch noch einen leckeren Salat mit Wachsbohnen, diese gelben Bohnen aus dem Glas. Und dieser Salat passt genau zu diesen Bratkartoffeln. Wenn wir ihn machen mit so einem Dressing, nicht Öl, sondern Joghurt oder saure Sahne nimmt man. In meinem Fall nehme ich etwas von Creme Fraiche, bisschen mit süßer Sahne, etwas Senf und es wird ein sehr leckerer Salat. Und für Männer, wenn die möchten, unbedingt auf ihre Stückchen Fleisch nicht verzichten, kann man machen zum Beispiel Bratwurst, Wiener Würstchen dazu oder Bockwurst. Ich mache heute für meinen Mann einfach Bratwurst dazu. Es geht einfach, schnell, schmeckt lecker, macht satt. Was wollen wir noch mehr? Wir fangen mal jetzt an. Kartoffeln habe ich schon geschält und in schon so eine Scheiben geschnitten. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Die Pilze habe ich geviertelt. Die waren nicht so ganz große Pilze. Sauber gemacht, geviertelt. Ich werde es braten getrennt. Kartoffel wird in eine Pfanne gebraten. Die Pilze werden in die andere Pfanne gebraten, weil mein Mann mag auch keine Pilze. Und bei Bratkartoffeln mit den Pilzen ist es besser, wirklich getrennt zu braten und danach lieber zusammenmischen. So, stellen wir einfach die Pfanne auf den Herd und fangen wir dann los. So. Wir stellen zwei Pfannen, wie gesagt, auf den Herd. Und da, wo die Bratkartoffeln wird, werde ich auch schon Öl oder nimmt man Butterschmalz. Es kann man auch halb-halb machen. Es ist auch gut. Butter und Öl. Die Bratkartoffeln nimmt allgemein wirklich sehr Fett ein. Machen wir den Herd an. Und in diese Pfanne mache ich erstmal kein Fett rein. Wir werden in die trockene Pfanne erstmal unsere Pilze ein bisschen so ausdampfen. Wenn wir jetzt Öl reinmachen und Pilze, es ist dann sehr viel Wasser wird drin. Deswegen erstmal aufheizen die Pfanne und danach die Pilze reinmachen. So, die Pilze können wir schon in die Pfanne geben. Die Pfanne ist schon heiß und lassen wir die schon langsam brutzeln. Die Pfanne soll richtig schön heiß sein, bevor wir den Kartoffel reinmachen. So, immer wieder so ein bisschen rühren. Und hier können wir schon den Kartoffel reinmachen. Erstmal kurz Deckel zu, dass er sich sozusagen unten schneller so anbrennt und nichts spritzt. Und danach werden wir dann auch würzen und schauen nach unseren Pilzen. So, nach knappen Minuten ist es sich beruhigt. Geben wir jetzt Salz. Und wir können auch schon gleich Zwiebel dazu geben. Ich habe eine kleine Zwiebel genommen und halbe Zwiebel, das ist für unseren Salat. So, und lassen wir es mal braten. Schauen wir nach unserer Pilze. Schaut, die brennen nicht, aber die schrumpfen sich und lassen die kaum Wasser, weil das Wasser wird gleich sofort verdampft. So, unsere Pilze fast schon klein geschrumpft. Das brauchen wir nicht mehr und geben wir jetzt nur ein bisschen Butterschmalz oder Öl und dann können wir schon würzen und die Pfanne ausmachen. Die Pilze sind dann schon fertig. Es muss noch was in die Pfanne bleiben. So, perfekt. Bisschen Pfeffer, Salz. So, ich mache jetzt den Herd aus
und lasse einfach auf die warme Platte meine Pilze stehen. So, und schauen wir jetzt nach unserer Bratkartoffel auch zwischendurch. So, bis das jetzt noch sozusagen Kartoffel fast roh ist, mache ich immer den Deckel drauf und lasse auf so eine etwas höher als mittlere Stufe mein Herd an. So, ich glaube, meine Pilze lieber nehmen runter von heißer Platte, bevor die mir noch verbrennen. Und können wir erstmal nebenbei unseren Salat fertig machen. Ich habe jetzt hier halbe Zwiebel klein geschnitten. Und dass er nicht so bissig ist und nicht so hart im Salat ist, werden wir ihn einfach mit dem heißen Wasser übergießen. Und bis dass wir Salat fertig machen, wird es einfach im heißen Wasser stehen. So, nebenbei erstmal an den Kartoffeln ein bisschen umrühren. Und jetzt Kartoffeln fühlt sich wirklich gut an, merkt man, er ist schon fast fertig. Jetzt können wir den Deckel abmachen, dass wir ihn Film dann knusprig anbraten. So, den Deckel mache ich jetzt ab, mache lieber auf meine Pilze, dass die warm bleiben. Und machen wir es weiter. In unserer Salatschüssel geben wir alle Zutaten, was wir brauchen jetzt für unseren Salat. Wie gesagt, ich nehme jetzt 2 Esslöffel von Creme Fraiche und gebe hier 1 Esslöffel von dem süßen Sahne. Ich habe so halbe Teelöffel Senf. Dann ich mache gerne noch ein so ein kleiner Knoblauch hier reinmachen, aber ist natürlich Geschmackssache, aber wenn er dann nicht mehr rausgehen muss, könnt ihr auch machen. So, und dann jetzt gießen wir unsere Zwiebeln ab, die Bohnen auch ab und geben wir alles in unsere Schüssel zu den Sahne. Bohnen und die Zwiebeln. In die Zwiebel gebe ich noch 1 Esslöffel Essig. Und rein damit. So, Prise Zucker gehört hier auch dazu, aber wenn ihr das überhaupt nicht mögt, dann könnt ihr es rauslassen. Ich habe so ein Rotzucker, so eine ganz kleine Prise umgerührt und dann fehlt uns dann nur Weißgrüne. Und für diesen Salat, nach meiner Meinung, Basil sehr gut. Kann noch ein paar Minuten stehen, nicht zu doll. Und nicht zu stark rühren, nur vermischen, dass alles so miteinander gut vermischt ist. Jetzt nur das Grün. Aber erstmal schauen wir nach unserer Kartoffel. So, unsere Kartoffel wird jetzt auch sehr gut. Was gerne ich dazu trinke, das ist Kefir oder Ayran. Das schmeckt auch sehr gut zu Bratkartoffeln. So, jetzt geben wir noch was Grünes und ich habe hier viel noch. Das gebe ich in Salat, aber auch auf mein Bratkartoffel. So, noch mit Pfefferwürze und Kartoffeln auch. Und ein bisschen Cayenne und Chili-Pfeffer, so ein Mix. Den mag ich auch. Der kommt da in beide Gerichte. Liebe Freunde, fertig unsere Mittagessen. Können wir schon an den Tisch reichen und genießen. Und das geht so schnell und schmeckt gut. Und ich finde, es ist sehr, sehr preiswert. Weil frische Gemüse jetzt sind auch wahrscheinlich so teuer. Dann freut man sich, dass man irgendwie hier andere Auswahl hat, man was das zu ersetzen. Salat fertig, die Bratwurst ist auch fertig. Kann ich jetzt auch schon servieren. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Schaut, wie toll sieht unsere Kartoffel. Und dazu mache ich nur auf eine Hälfte meine Pilze. Wie gesagt, mein Mann mag das nicht, aber es ist so lecker. Er bekommt dann Bratwurst dazu. Dann ist das gerecht aufgeteilt. Können wir jetzt schon einen Tisch servieren. Und im Salat habe ich probiert, es schmeckt sehr lecker, nur ein bisschen Salz muss ich dazu geben, weil ich habe kein Salz dazu gegeben. Das war's da schon.
So, liebe Freunde, schaut. Richtig schön. Kann man ein bisschen noch, oder Milch oder Wasser, wenn ihr möchtet, gerne, dass es so ein bisschen flüssiger wird, dass ihr mehr Soße habt. Oder gibt man noch einen Schluck süße Sahne. Aber es kann man wirklich einfach einen Schluck Wasser dazu geben, dass etwas flüssiger wird. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns ein schnelles Mittagessen gemacht aus einfachen Sachen, preiswert und schmeckt trotzdem sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, würde mich freuen über eure Kommentare, was ihr so auf die Schnelle macht, denn unser Austausch finde ich immer sehr toll. Ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Und liebe Freunde, ich habe in meiner Analystik geschaut und da sind die nur 18% haben die Glocke aktiviert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann wird ihr immer Benachrichtigung bekommen von neuen Videos, wenn ich rausgebracht habe. Wenn nicht, dann es ist immer auf die Zufallsgenerator wird umgeleitet. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!